Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reveal Rabbit und heute wieder was aus dem Hause DJI und zwar den Osmo Mobile. Viel Spaß beim Zuschauen. Mit dem Osmo Mobile hat DJI ein weiteres Gimbal-System auf den Markt gebracht. Neben dem normalen Osmo mit der X3-Kamera oder der X5-Kamera, wer es ein bisschen professioneller haben möchte, haben wir jetzt die Möglichkeit, unser Smartphone in den Osmo zu spannen und damit zu filmen. Und das ist richtig nice. Und die Smartphone-Kameras heutzutage werden immer besser. Ich brauche nur Galaxy S7 zu sagen. Die Kamera dort ist mega nice. Ich hätte dieses Video gern mit meinem neuen iPhone gefilmt schon, denn wir werden gleich rausgehen und ein paar Probeshots machen. Aber leider ist es immer noch nicht da, deswegen werde ich ein Full HD Huawei nehmen. Mal schauen, wie sich die Kamera schlägt. Der Osmo Mobile kostet 339 Euro. Ich habe ihn unten in der Beschreibung verlinkt. Dieser Link führt zu DJI. Dort habe ich in letzter Zeit meine Produkte immer gekauft. Falls ihr beabsichtigt, den Osmo Mobile oder ein anderes DJI Produkt zu kaufen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf diesen Link klickt und dann auf den Shop geht und dann irgendwann das Produkt kauft, wenn ihr euch dazu entschieden habt. Würdet mich dadurch unterstützen, denn ich erhalte dann pro Kauf eine kleine Provision und dieses Geld würde ich natürlich für neue Produkte auf meinem Kanal investieren. Den Verpackungsinhalt habe ich hier auf meinem Unboxing-Tisch bereits ausgebreitet und wie man es sofort erkennen kann, es liegt eine Tasche für den Osmo bei. Ja, sieht jetzt auf den ersten Blick relativ wertig aus, hier mit diesem Absatz und dem silbernen DJI-Logo. Das Ganze lässt sich hier aufmachen, dann kann man den Osmo Mobile da drin verstauen, aber weitere Fächer gibt es da leider nicht. Als nächstes liegt auch eine Bedienungsanleitung bei. Wir haben jetzt quasi nur noch das Ladekabel, den Akku und den Osmo selbst. Und das Lustige hier, ja, das hier ist das Ladekabel. Wir haben auf der einen Seite einen USB-Stecker und auf der anderen Seite so eine Art Klinkenanschluss. Was heißt so eine Art? Das ist ein Klinkenanschluss, denn der Osmo wird über die Klinke geladen. Das ist echt lustig. Es wird auch in der Bedienungsanleitung geschrieben, unbedingt nur mit diesem Kabel aufladen, kein anderes. Sonst macht ihr das Teil kaputt. Und wenn wir schon beim Laden sind, dann kann ich euch auch mal erzählen, wie lange das Ganze lädt. 3 Stunden müsst ihr den Osmo-Akku aufladen und könnt den ungefähr 4,5 Stunden benutzen. Und so sieht der Akku aus, mit dem wir fast 4,5 Stunden arbeiten können. Das Ding hat 980 mAh und 12,6 Volt. Wird dann hier unten in den Griff geslidet. Das machen wir direkt einmal, um einen flüssigen Übergang hinzubekommen. Auf der Unterseite, so sieht das gute Stück aus, haben wir so einen kleinen Regler. Den sliden wir auf Open, dann springt das Türchen auf. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir den Akku mit diesen Kontaktpins so rum hier rein sliden. Zack, dann ist hier so ein kleiner Zahn, der greift, dann slidet der nicht mehr raus, um das aufzubekommen. Einfach runterdrücken und dann springt das Stück nach vorne. Zack, fest und hier auf Close schieben. Für die, die sich fragen, was ist eigentlich der DJI Osmo? Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die neu auf den Kanal gekommen sind, deswegen eine ganz, ganz kurze Erklärung. Der DJI Osmo Mobile ist ein 3-Achsen-Gimbal-System, welches über einen elektronischen Kompass euer Smartphone in der Halterung dann sehr gut stabilisiert und ihr bekommt dann sehr, sehr flüssige Aufnahmen hin. Hier mal ein kleiner Vergleich auf der rechten Seite der DJI Osmo in der normalen Variante. Wir haben hier eine Kamera, die schon verbaut ist, ebenfalls 4K und 30 Bilder in die Sekunde. Und beim normalen Osmo Mobile haben wir eine Halterung für das Smartphone und die zeige ich euch jetzt mal ein bisschen genauer. Leute, ohne zu übertreiben, ich habe schon viele Gimbal-Systeme hier auf meinem Kanal gezeigt und das ist der erste, der wirklich mega nice verarbeitet ist. Zumindest bis zur Hälfte. Ich erkläre euch gleich, wieso. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier die Vorrichtung für das Smartphone gut gummiert. Hier oben, hier unten, hier an den Seiten sogar auch. Und natürlich hier diese Grundplatte. Und auf der Rückseite haben wir so ein, ja, Drehregler nenne ich das Ganze, mit einem Schloss, was auf und auf zu zeigt. Das hat natürlich dann Sinn. Wir können hier drehen und dann verringert sich hier der Abstand und greift das Smartphone. Und das funktioniert sowas von bombenfest. Ich zeige das gerade einmal. Dieses Smartphone ist wirklich sehr groß. Man sieht das, denke ich mal. Das werde ich so rum hier reinlegen, weil die Kamera muss auf der linken Seite sein. So, und jetzt zudrehen. Müssen nur schauen, dass es gut anliegt. So. So sitzt das Ganze. Ihr seht das, die Vorrichtung greift sehr gut und schützt auch das Gerät gleichzeitig mit diesen Gummis, die da sitzen. Und sowas würde ich mit keinem anderen Gimbal-System machen. Also das ist bombenfest. Wenn wir schon hier oben sind, wir haben hier natürlich die Brushless-Motoren, hier einen, da einen und den anderen hier unten. Und dann, wenn das Teil aktiviert ist, zeige ich natürlich gleich, dann stabilisiert dieser Osmo euer Smartphone komplett aus und er sieht aus, als würdet ihr fliegen. Ich habe ja eben gesagt, dass ich noch nie so einen gut verarbeiteten Gimbal gesehen habe, zumindest bis zur Hälfte. Ich finde, dass der Griff
relativ billig verarbeitet ist. Das finde ich sehr, sehr schade, denn gerade der Osmo, ja, kostet sehr viel Geld, der Osmo Mobile ein bisschen weniger, da ja keine Kamera dabei ist. Aber wenn man das in der Hand hält und das drückt, ja, das fühlt sich relativ billig an. Das Plastik knatscht ein bisschen und das muss nicht sein. Also wenn das ein bisschen robuster wäre, dann hätte man schon beim Filmen ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und das ist so ein kleiner Dorn im Auge, meiner Meinung nach. Das hat mich wirklich beim normalen Osmo damals auch schon gestört. Hier auf der rechten Seite ist so ein kleiner Schieber, den müssen wir nach unten und dann gedrückt halten, dann geht das System an. Das zeige ich mal ganz kurz. Zack, jetzt ist das Teil stabil, ja. Und mal hier ganz kurz beim Joystick ausrichten. Das zeige ich euch auch gleich noch. Aber ihr seht das Gerät ist jetzt sehr steady. Ein sehr gut abgestimmtes System. Viele andere Hersteller, die ich bereits gezeigt habe, haben da relativ Probleme mit gehabt. Hat ein bisschen dann verzogen und so weiter. Aber hier geht das sehr gut. Ihr seht das gerade. Auch wenn das Bild jetzt nicht ja, im Fokus ist, weil das Handy zu nah an der Kamera ist. Aber es funktioniert. Hier nochmal in der Detailkamera. Ich hoffe, der Fokus kommt mit, aber ihr seht das Handy ist jederzeit gerade ausgerichtet. Wir haben hier einen kleinen Joystick. Ich glaube, bei der PSP ist der so ähnlich verbaut. Gibt's die eigentlich noch? Okay, so, wenn wir es hier nach unten drücken, dann geht die Kamera auch runter. Die ist jetzt auf sehr, sehr langsam eingestellt. Ihr könnt den Knopf hier ja individuell belegen. Ihr seht das schon, das dreht sich auch schon hin und her. Ich habe jetzt den DJI Osmo Mobile über Bluetooth mit dem Huawei verbunden und die DJI Go App gestartet. Und so sieht dann das Interface aus, wenn das Ganze dann läuft. Man hat schon direkt eine Preview von dem, was man filmen könnte. Wir haben auch hier die Möglichkeit, über Tappen die Belichtung und Schärfe einzustellen. Ähnlich wie bei den DJI Drohnen auf jeden Fall. Nicht vergessen, falls ihr euch den Mavic holt, da ist es wichtig, vor jeder Aufnahme aufs Display zu tappen, werde ich dann noch erklären, wenn der Copter endlich hier ist. Aber okay, wir bleiben mal hier bei diesem Produkt. Natürlich ist dieses Interface deutlich abgespeckter, denn wir haben auch weniger Möglichkeiten als jetzt bei einem Copter. Wir sind jetzt im Fotomodus, das erkennt man hier an der Kamera. Wir könnten jetzt in den Videomodus switchen und wieder zurück. Wir sind dann hier, na, genau, auf Single-Modus. Da können wir auch einstellen, ob wir in HDR fotografieren wollen oder alle 2 Sekunden ein Bild auslösen möchten. Aber gut, das hört sich alles sehr langweilig an. Panorama ist auf jeden Fall eine sehr coole Funktion. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, haben wir die Möglichkeit, bis zu 9 Fotos zu machen, die dann zusammen zu einem gecroppt werden. Das ist mega geil. 360 Grad gehen nicht, deswegen gehen wir auf 330 in diesem Fall. So, und jetzt drücke ich mal auf Auslösen. Schaut mal in die Detailkamera. Und das Teil ist jetzt am Fotos machen. Zack, zack, Foto, Foto, Foto. Und gleich, wenn er fertig ist, sollte das Gimbal-System zurück in die Position gehen. Jetzt rechnet er ein bisschen. Dann muss ich mal kurz wieder einstellen, dass ihr was sehen könnt wegen der Spiegelung. So. Ja, er rechnet noch. Aber gleich werden wir ein vollwertiges Panoramafoto bekommen und das auf jeden Fall auch sehr, sehr sauber. Ich habe es schon getestet für euch. So sieht dann jetzt das fertige 330 Grad Panorama aus. Wenn wir jetzt durchsliden, könnt ihr fast komplett einmal durch meine Wohnung schauen. Dann gibt es hier die Möglichkeit einer Langzeitbelichtung. Ja, da können wir dann sagen, hier bis zu 8 Sekunden, damit könnt ihr abends coole Fotos machen, zum Beispiel wenn Autos schlieren, ziehen sollen, von den Scheinwerfern gemacht und so weiter. Wir gehen nochmal auf Videomodus und ich zeige euch eine weitere geile Funktion, die ich mir rausgesucht habe hier für das Video. Und zwar Video, okay, hier natürlich auf Auto, Timelapse könnt ihr damit machen. Ihr könnt aber auch diese Multiple Timelapses machen, ich glaube die heißen so, ich kann mich auch gerade irren. Wir klicken da drauf und dann kommt dieses kleine Fenster hier und das ist richtig cool. Und zwar können wir jetzt eine Position createn quasi. Und zwar klicken hier drauf, das ist dann Position A. Und dann gehen wir zum Beispiel schräg rechts, hoppala, rechts hoch, so, ja. Und das ist dann Position B. Die hat er sich jetzt gesaved. Und wir können dann wie so einen ja, Programmablauf schaffen. Ich könnte jetzt noch nach oben, unten und so weiter. Und dann gehen wir hier einfach auf Next und können einstellen, wir wollen alle 0,5 Sekunden, sorry, ihr seht das gerade schlecht, ein Foto machen. Und dann wird das Gerät das auch machen. Und dann haben wir ungefähr eine Minute Zeit, in der das Ganze geschieht. Und haben dann dieses Muster, was ich eben einprogrammiert habe, als bewegte Timelapse. Das ist richtig krass. Wir klicken auf Start. So, dann fährt er jetzt zurück und legt los, filmt. Ihr seht das ganz dezent, bewegt sich das Teil und erstellt jetzt eine Timelapse. Das dauert jetzt etwa eine Minute. Ich werde das jetzt gleich ganz kurz cutten und euch präsentieren. Wahrscheinlich wird es nicht so sauber werden, denn ich halte es jetzt aus der Hand. Sowas müsste man immer auf einem Stativ machen. So, er ist jetzt fertig und wir könnten jetzt theoretisch hier unten auf Play gehen und unsere Aufnahme angucken.
wie schon gesagt, es wird nicht sauber sein, denn ich habe mich dabei bewegt. Aber wir haben jetzt eine Timelapse-Aufnahme. Ich mache es noch einmal, schaut bitte zu, die sich genau in der von mir vorgegebenen Reihenfolge oder Bewegung abspielt. Ich habe jetzt die groben und interessanten Funktionen des Mobiles gezeigt und wir gehen jetzt mal ganz kurz raus und filmen ein wenig. Leider kann ich mit dem Gerät nur in Full HD und 60 Bildern, glaube ich, filmen. Ist ja auch nicht mein Smartphone, ich habe es mir ausgeliehen für das Video. Deswegen werdet ihr dann unten in der Ecke die Videos sehen, die mit dem Smartphone gemacht worden sind, und im Hintergrund werde ich hier eine GoPro montieren und euch zeigen, wie das Gimbal-System am Arbeiten ist. Also, wir sehen uns gleich draußen. Wir sind jetzt draußen angekommen. Bevor ich gleich ein bisschen hier mit dem System filme und euch zeige, wie gut das Gimbal-System arbeitet, möchte ich euch zunächst einmal das Active Tracking zeigen. Dazu gehen wir hier auf dieses Icon, klicken drauf, jetzt ist das Active Tracking aktiviert, ziehen einen Rahmen um das Objekt, welches getrackt werden soll. Ihr seht das, da ist jetzt ein grüner Kasten, der sagt, okay, Objekt erkannt und kann verfolgt werden. Das Ganze funktioniert jetzt komplett eigenständig, also ich bewege nichts am Gimbal selbst. Tut mir leid, wenn die Spiegelung ein bisschen zu stark ist im Smartphone, aber lässt sich gerade nicht verhindern an dem Licht. Aber das Tracken funktioniert und man kann damit sehr gute Shots hinbekommen. Verzeiht mir den schlechteren Sound, ich filme jetzt mit der GoPro Hero 5, die hier an der Seite angebracht ist, um euch zu zeigen, wie das Gimbal-System arbeitet. Ich würde mal sagen, wir laufen jetzt eine Runde und schauen, was das Ding kann. Jetzt einiges über den DJI Osmo Mobile gesehen und auch gehört. Ich habe viel erzählt und jetzt kommen wir zu meiner Bewertung und einem kurzen Fazit. Ihr kennt das, ein Punkt ist schlecht, 5 volle Punkte ist das Beste, was man erreichen kann, und ich gebe dem DJI Osmo 4,5 Punkte. Und zunächst einmal, wieso einen halben Punkt Abzug? Den halben Punkt Abzug gibt es wegen dem Griff. Bitte macht einen neuen, einen ohne Plastikgeräusche, einer, der besser in der Hand liegt. Hört ihr das? Ich mag sowas einfach nicht. Das zeugt nicht von Qualität, denn hier oben rum ist alles so geil gemacht. Und jetzt kommen wir zu den positiven Sachen. Der Griff war jetzt der einzigste Minuspunkt, den ich hier einbringen kann. Ich finde es richtig nice, wie gut man mit einem Smartphone, einer DJI Go App und dem Gimbal-System arbeiten kann. Heutzutage hat fast jeder ein Smartphone in der Tasche. Viele können dann schon in 4K und 30 Bildern die Sekunde filmen und dann noch mit diesen Funktionen wie dieses Multi-Timelapse ist auf jeden Fall mega nice. Es hat sehr viel Spaß gemacht, damit zu filmen. Normalerweise filme ich nie mit einem Smartphone, aber jetzt würde ich mir sogar überlegen, einfach mal auch, ja, wenn ich für euch vlogge oder sonstiges, einfach mal das Smartphone für ein paar Schmuckaufnahmen zu zücken. Ich denke, es reicht jetzt auch, ich könnte noch viel mehr positive Sachen über den Osmo erzählen, aber dann reicht die Länge des Videos einfach nicht aus oder wird zu lang, egal. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video mit dabei. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es doch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.